25 Grad in Leipzig haben mich heute dazu verleitet, unseren Pool wieder aus dem Winterschlaf zu holen und fertig zu machen zum Baden. Tatsächlich ist gar nicht viel passiert über den Winter. Ich hatte den gut abgedeckt, ein bisschen dreckig ist er geworden, klar, aber das ging relativ fix. Und bei der Sonne und bei dem Wetter hat es auch Spaß gemacht, draußen im Garten was zu machen. Also erstmal alles grundgereinigt, dass das wieder gut aussieht und natürlich gleich auch einen neuen Filter eingesetzt. Aufgepumpt habe ich auch nochmal frisch, denn klar, über die Wintermonate hat sowohl der Pool als auch die Abdeckung natürlich an Luft verloren. Für nächste Woche habe ich mir noch einen Kercher ausgeliehen, damit ich die Fliesen auf der Terrasse auch nochmal ordentlich sauber machen kann. Dann nur alles wieder neu verbunden und direkt Wasser aufgefüllt. Hochgeheizt habe ich heute noch nicht tatsächlich, aber morgen werde ich mal die Heizung anschmeißen, damit wir da schön drin baden können. Denn bei der Sonne läuft natürlich die Solaranlage auch super und da kostet es nicht mal Geld, die Heizung bei dem Pool anzuschmeißen. Habt ihr dieses Jahr auch schon angebadet oder wird es bei euch noch ein Weilchen dauern? Und ja, ich bin ehrlich, in kaltes Wasser gehe ich gar nicht baden, ich brauche das echt immer schön warm.